Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Dark Souls Rü Dreirü. Ihr seht, ich habe immer noch ziemlich viel Heilung dabei. Und vor mir befindet sich eine Brücke, und dort befindet sich ein Drachen. Drache und Brücke. Ja, das ist ein FromSoft-Spiel. Ich habe keine Lust, über die Brücke zu wandern. Das wird mir nicht bekommen. Vor allem. Natürlich! Du verfickter alter Fuckdrachen! Okay, das sieht geil aus, wie der Feuerspeit. Hallo? Wo ist er? Okay, das sieht geil aus. Was machen wir mit dir? Ich guck mir noch mal an, was er genau tut. So, er greift nur die obere Ecke da an. Jetzt steht er da oben. Das heißt, ich muss da runterfallen auf die untere Ebene. Okay, gut zu wissen. Sobald er weg ist, muss ich da hinrennen. Jetzt muss ich da hin. Zeit ist zu knapp, oder? Die Zeit scheint zu knapp. Ich glaube nicht, dass das Rätsels Lösung ist. Das glaube ich nicht. Ey, du bist ja schon wieder da. Oh, das ist ja räudig. Das ist ja richtig räudig. Bringt es ja gar nicht, dich umzubringen. Außer so ein dummes Heilgelöt. Was ist das denn? Der Drachen. Muss woanders hin. Muss hier lang. Interessant. Ja, ich habe es versucht, aber ich glaube nicht, dass ich bis dahin kommen kann. Gut, dann gehen wir hier weiter. Vorteil, ich habe jetzt, ja, 14 Flakons. Vorher hatte ich keinen. Was war das hier gerade? Da ist ein Ringritter darunter gestürzt. Bemerkenswert. Dann brauche ich meine Waffe nicht. Was ist das denn? Drachenkopf-Großschild. Nun denn, was haben wir hier? Da ist er. Dieser steinharte Schild wurde aus dem Kopf eines Erzdrachen-Nachkommen geformt. Die unter göttlichem Befehl stehenden Ringritter gehörten zu jenen, die gegen die Drachen kämpften, doch ihr Beitrag wurde nie gewürdigt. Das ist ein interessanter Effekt. Das ist der Schild.
Okay, ja, mir fehlt Stärke dafür. Fehlt mir immer noch Stärke? Ja. Wie viel Stärke brauche ich dafür? 50? 35. Okay, mir fehlt die Stärke. Ich habe wie viel? 25. Wenn ich jetzt den Ring wechsle, habe ich dann genug? Nee, habe ich nicht. Na, wie dem auch sei. Interessant. Wie sind die Verteidigungswerte? 100 physisch, Feuer 90. Blitz ist sehr, sehr schlecht. Ergibt natürlich auch Sinn. Blitzverteidigung des Schweineschildes hier. Ne, die ist noch schlechter als die des Drachenkopfes. Okay, ich hoffe, es gibt eine neue Repetierarmbrust. Im Bestfall eine, die nicht so klobig ist wie die hier. Aber naja, wir werden sehen. So ist hier die Heiligtum-Armbrust, nur ein bisschen kleiner. Ich komme hier gar nicht weiter, ne? Ich dachte, ich muss hier weiter, aber nee. Pustekuchen, ich muss da oben lang. Oder wie? Was machen wir denn jetzt? Ich kann da nicht bis dahin hinrennen. That just won't work. Ich habe nicht genug Zeit dafür. Da ist er wieder. Jetzt kann ich hin. Hoffe ich. Ich habe es gerade gesehen, ich weiß, wo ich lang muss. Nee, ich habe es nicht gesehen. Ich wusste nicht, wo ich lang muss. Ich bin einfach panisch gerollt und hat Glück, dass er mich nicht erwischt hat. Ja, prima. Dann hat sich das ja erledigt hier. Ne? Na, ihr kommt hier auch nicht weg, ne? Der Drachen terrorisiert euch ebenfalls. Ihr armen Bürger. Ich frage mich, ob man das so machen muss oder ob es irgendeinen Weg gibt, der einen nicht umbringt. Na, mein großer Echsenfreund. Mein großer Echsenfreund. Ja, keine Ahnung, wie ihr das wolltet. Doesn't matter. So, ich brauche. Werde ich gerade angegriffen? Nee, ich brauche eine Fackel. Da lang gehe, komme ich auch wieder zurück. Ne? Genau, rollen kann ich auch noch. Oh Gott, nicht schon wieder Katakomben. FromSoft, ihr wisst doch genau, dass keiner Katakomben mag. Das Einzige, was die Leute mögen, ist der Dragon Slayer. Warum sind es immer fucking Katakomben? So, wir können nach unten fallen und wir können nach oben gehen. Wenn wir nach oben gehen, ist unser Weg allerdings limitiert. Ja. Software. Was ist das denn? So, meine Waffe ist sehr gut gegen Skelette, das ist schon mal ein Vorteil. Wo ist der Invasor hier?
So, blitzender Edelstein, ja, bringt mir nichts. So, der steht hier irgendwo rum. Was will denn hier? Okay, was bist du? Hey, hör mir auf. So einer in der Position hier. Nee, mein Freund, das kannst du vergessen. Ich komme hier nicht weg. Das ist nicht so gut. Götterzorn setze ein. Hat der fucking. Okay. Okay, lass mich bitte durch. Danke. Seiner Morgenrüstung. Augenbindenmaske, ebenfalls von Zuli. Das war eben übrigens. Die Rüstung schon. Ich sehe sie gerade nicht. Hier ist sie. Das war eben übrigens. Steht hier nicht, wie er hieß. Ich habe vergessen, wie er heißt. Der Garl Vinland dieses Titels hier. Habe ich die Waffe von ihm vielleicht? Ja, die habe ich. Ich habe vergessen, wie er heißt. Garl Vinland, Paladin Leroy, Feldstaat der Aegis. Ich habe vergessen, wie er hier ist. Wie er hier hieß. Ich habe auch vergessen, wie er beschützt. Die Namen sind mir gerade nicht mehr geläufig. So, und das war eben übrigens die Maske von Zuli. Man kriegt ziemlich viel von dem heißen Garl. Ja, Freund. Noch mehr? Nee. Wenn ich hier runterfalle, bin ich richtig? Ja, bin ich in der Tat. So, ich versuchte hier weiterzulaufen und dann fiel ich dort herab. Also muss ich hier runtergehen. So, ich habe jetzt 11 Flakons. Da ist ein Gegenstand. Wenn ich hier falle, dann sterbe ich wahrscheinlich. Hier geht's nicht weit für mich. Hier sind Stofffetzen. Okay, der Stofffetzen soll mir zeigen, dass ich da runter kann. Das finde ich okay. Gut. Muss ich weiter runter oder muss ich hoch? Ich muss hoch. Und jetzt muss ich runter. Und jetzt gehe ich hier hin. So, gesegnete Edelsteine. Die wollen, dass ich hier Blitzschaden verursache. Oder Heiligenschaden. Was darf ich hier erwarten? Kommt hier gleich der zweite Boss? Weil dieser Drachen, den wir da gesehen haben, der ist mit Sicherheit ein Boss. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob und wann, also wann, ob schon, ich gegen ihn antreten muss. Aber meine liebe Truhe, warum bewegst du dich?
Guter Ring theoretisch. Könnte mir viele Lebenspunkte geben. Allerdings sehe ich meine Lebenspunkte nicht. Es wäre vielleicht besser für den Charakter, der das HUD benutzt. Ich freue mich aber über den Ring. Ich werde ihn auch nutzen, sobald ich wieder Lebenspunkte oder meine Lebenspunkte wieder sehe. Werde ich mir das schnappen. Armbrust. Ich komme hier noch weiter. Nun nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich hier was verpasst habe. Da unten ist er tot. Da gehe ich nicht hin. Kriege ich jetzt vielleicht sogar meinen Spinnenboss? Ich habe ja so eine Art Gargoyle-Boss bekommen. Einen Spinnenboss gab es eigentlich in allen Souls-Spielen. Hier bislang noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich den noch kriege. Es gab einen coolen Mini-Boss als Spinnengetier. Es gab eine Tiger-Hundespinne. Die war ziemlich cool. Was mache ich in diesem Turm hier? Was treibe ich in diesem Turm? Oh. Jawohl, das freut mich. So, was genau ist das hier? Ich muss mir wohl durchlesen, was es ist. Gemeinsames Grab. Gemeinsames Grab. Okay. Bin ich jetzt bei der Brücke, die ich eben gesehen habe? Ich glaube, ich brauche meine Fackel nicht mehr. Ja, deswegen war da ein Leuchtfeuer, das ist der einzige Grund. Können wir uns bitte darauf einigen, dass du, obwohl du auch sehr cool aussiehst, ohne Frage, dass du deinen Arsch da wegbewegst? Nö, du bleibst da, ich sehe schon. Der sieht schon ganz schön geil aus, wenn ich ehrlich bin. Der ist zu weit weg. Trifft mich hier nicht. So, da ist ein Item. Da ist noch ein Item. Da bin ich gestorben. Ich könnte hier runterspringen. Machen wir mal. Ja. So, ist der Gegenstand, den ich begehre. Jetzt kann ich mir die Items hier holen. Abfall. Ich merke schon, was das hier, womit es hier auf sich hat. Und eine nutzlose Seele. Da ist ein Item. Da ist ein Item, das mir den Weg zeigen soll. Hier in diesem Pfad. Interessant. So, mein Freund. Dann wollen wir die Sache mal klären hier. Maul. So, ich frage mich, ob ich da oben hätte lang gehen können, weil er lädt seinen Feuerangriff lange auf. Da ist er.
Er sieht schon ganz geil aus. Ohne Frage. Was ist der Grund dafür, dass ihr mir hier den Schwanz des Drachen zeigt? Ist der Grund dafür, dass ich das machen soll? Muss ich ihn vertreiben auf die Weise? War das der Grund? Okay, ich sehe schon. Ungewöhnlich. Okay, das war nicht die Idee. Ich muss vielleicht wirklich da oben an ihm vorbeilaufen. Ich hoffe nicht, dass er der zweite Boss ist, den ich machen muss. Aber in erster Linie hoffe ich, dass er ein cooler Boss ist und nicht so ein Gimmick-Drecksboss wie der alte Vivan zum Beispiel. So, die umringte Stadt. Da ist das Vieh. Ach, leck mich doch. Du bedeutest mir gar nichts, Kreatur. Rein gar nichts. Was ist das hier? Das ist der Pfad, okay. Fly me to the moon. Da 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 Jupiter and Mars. Ah, FromSoft, ihr heißen Boy-Lover. Ich sehe schon. Okay, was ist das hier? Kann ich hier irgendwas? Okay, hier war ich ja schon. Habe ich mir das Item geholt. Gut, dann muss ich über die Brücke rennen. Ha. Okay. Die Passage gefällt mir, wenn das resultiert in einem guten Bosskampf, dann bravo. Bin ich sehr erfreut. Ja, guck mal, er schreit extra noch. Es ist dafür konzipiert, dass ich hätte jetzt schon an die vorbeirennen können, locker. Altes gesorgst du. Dass ich direkt sterbe. Wundert mich sehr. Ich soll hier wohl sterben. Ich hätte sonst einen Angriff überleben können. Muss ich ihn angreifen? Ist das die Idee? Ich muss noch rausfinden, was From Software von mir will. Bin mir gerade ein bisschen uneins. So, Dragon Slayer, da ist ein Dragon. Wollen wir den slayen? Was meinst du? Okay, du hast recht. Konnte ich nur an dir zweifeln. Schon, was du für ein Vieh bist.
Okay, das ist ja lahm. Hier bin ich. Ja. Ich muss dich offensichtlich attackieren, wenn ich das richtig sehe. Ich habe keine Ahnung, wie Schaden an dir mache übrigens. Kein Schimmer. Ich gehe mal davon aus, dass ich ihn angreifen muss auf die Weise. Oh fuck, okay, okay, bleib ganz ruhig. Ich dachte eben, okay, jetzt kommt der Angriff über den Fels, aber tut er nicht. Jetzt kommt er. Wie gesagt, ich habe nicht den geringsten Schimmer, ob ich gerade Schaden mache an ihm. Ich kriege ganz viele Blitzsteine und ich weiß, dass man die mit Blitzen im Zeitalter der Pfotzenköpfe sich rangenommen hat. Deswegen kann es sein, dass ich Blitze nutzen muss. Aber wir werden sehen. Du bist wütend, wie ich sehe. Alles klar. Puh. Alles. Okay. Bist du angepisst? Der ist richtig wütend gerade. Finde ich auch nachvollziehbar. Ich habe seinen Fuß. Ich habe seinem Fuß sehr weh getan, sogar. Seinem armen Fuß. Der ist ja richtig abgedreht eben. Ich weiß nicht, ich zweifle langsam an, dass das hier die Idee ist, dass From einen dazu zwingt. Solchen Bullshit hier. Nee! From zwingt einen echt dazu, das hier zu machen. Ey, ich hoffe, das ist kein fucking Bosskampf gegen ihn, oder? Nee, 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 alles klar. Das war kein richtiger Boss. Ich sollte das auch machen, deswegen bin ich hier gestorben direkt durch seinen Angriff. Und wenn ich da unten irgendwann ankomme, muss ich ihn wohl bekämpfen, ohne dass er durch die Gegend fliegt oder irgendeinen Scheiß. Okay, Dragon Slayer hat in diesem Fall obsiegt. 9 Flakons habe ich noch. Das war interessant. Ich musste erstmal verstehen, was FromSoft überhaupt von mir will, weil oftmals in solchen Situationen muss man wegrennen. In diesem Fall aber nicht. Was ist das denn da oben? Aha. Höchst interessant. Da ist eine Kristallhexe. Noch mehr Silberritter hier. Der Raum ist mir sehr suspekt. Ich war mir gerade nicht sicher, was die Echse von mir will. Ich dachte, die lockt mich genau wie die letzte in den Untergang. War nicht der Fall. Okay, das ist ein Schrein. Gwyn gibt diesem Boy hier eine Seele und darüber hinaus auch noch eine Krone. Ist das einer der 4 Könige aus Neulondo?
Kann ich das Item da kriegen? Nee, ne? Scheint nicht so. Doesn't seem that way. Hier sind zwei Pfade. Hier ist ein Schalter und ein Aufzug. Nach oben. Ich kann von oben runterfallen. Wahrscheinlich, wenn ich da reingehe. Und hier ist eine Abkürzung, oder wie? Wohin führt mich selbige? Ah. Schau an. Hier bin ich. Na na, geh weg. Gesocks. Okay, ausgezeichnet. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich muss. Ich glaube, hier hin. Welche Richtung war denn das jetzt hier? Hier vorne? Hier ist es. Hier sind zwei Pfade. So, ich gehe entweder hier hin, dann komme ich auf die Statue. Da will ich hin. Oder ich gehe hier hin. Was ist hier? Das ist alles. Okay. Eine Glut. Warum kriege ich hier eine Glut? Soll ich die nutzen? Ist das die Idee? Warte mal, was ist, wenn ich mich verbeuge? Ich habe Verbeugung irgendwo, glaube ich. Hier ist es. Hier drauf. Nee, das ist es nicht. Okay. Warum kriege ich da eine Glut? Das ergibt ja gar keinen Sinn, oder? Oder doch? Florentiering plus 3. Ich habe nicht mehr die plus 2 Version. Ja, dann würde ich sagen, schnappe ich mir mal die Version hier, oder? Plus 3 ist schon sehr mächtig. Here, my child. You got stamina from me. But don't you dare to level Dex like a scrub. You will be the legend. And the legend will never die. Ja, Zweihänder, Freunde. Der Zweihänder. Das ist sehr, sehr gut. Du siehst anders aus als die anderen, oder? Okay, der hat zwei Großschwerter. Alles klar. Ich frage mich, ob ich dich parieren kann. Oder nicht? Ist das der Turm, den wir in der Distanz gesehen haben? Oder was ist das hier gerade? Ich bin mir nicht sicher. Ich werde es ja gleich sehen. Ne, da hinten ist der Turm. Okay. So, die Frage ist jetzt. Hat der Boy da hinten... Kann ich ihn parieren oder nicht? Ich weiß, dass ich nicht Dex leveln soll. Und der hat auf jeden Fall nicht Dex gelevelt. Oh, der Kampf wird richtig schwer. Ich kacke mir gleich in die Hosen. Ich frag mich, ob ich den gewinnen kann. Boah, FromSoft, die drehen immer so hart ab mit den Boss, mit den normalen Kämpfen auch. Die sind immer so stark. Ringritter, Zwillingsrohrschwert. Und ein Titanitbrocken. Ja, also, boah, FromSoft, ihr macht mich wirklich fertig. Mit euren Bossen. Entschuldigung, normalen Gegnern. Die sind immer so krass.
Ja, falls ihr euch fragt, warum ich das Ding hier nutze und nicht das Großschwert als Dragonslayer, exakt wegen dieses Angriffs. Wegen dieses Angriffs. Er ist fantastisch. So, wo sind meine Großschwerter? Hier sind sie. Das Paar schwarze Großschwerter der Ringritter. Die Waffen der ersten Menschen wurden im Abgrund geschmiedet und verriert und ver. Und verrieten das Leben, ich wollte verirrten sagen. Aus diesem Grund belegten die Götter die Schwerter und ihre Besitzer mit einem Feuersiegel. Wie viel Stärke braucht man? 40. Ja, das habe ich leider nicht. Sehr interessante Waffe. Don't level Dex, you fucking casual. Don't fucking level Dex! Übrigens eine coole Waffe hier. Ich finde Gefallen daran. Gott sei Dank haben sie hier keinen Block genommen, sondern eine zweite Attacke. Das finde ich gut. Ei, das ist ja geil. Okay. Okay, das ist geil. Okay. Leck mich am Arsch. Ich habe keine Ausdauer oder keine FP mehr. Das war ja richtig krass. Ey, das ist ja total geisteskrank, ne? Meine Fresse. Es gibt noch einen Speer, den ich noch nicht habe. Boah, okay. I like that. Oh, I suppose. Oh, was ist das denn? Wie eine Schere. Alter Schwede. Okay, FromSoft. Ihr seid geile alte Weiberköppe. Ihr seid toll. Ritualspeerfragment. Ist das so ein Item wie dieses Wurfmessergeschlösel? Ja. Lässt ein anderer Speer nach oben stoßen. Hä? Online-Spielobjekt? Ein Fragment der identischen Ritualspeere, wie sie Ritual Prinzessin Philinora eins führten. Kirche. Wenn die Speere der Kirche gegen heimtückische Feinde kämpfen, können sie ja, sie heranrufen, Spiel zu beschwören. Okay, das ist ein Online-Spielobjekt. Wahrscheinlich muss man hier diese diese Kirche verteidigen. Ja, exakt. Interessant. Okay. Interesting, indeed. So, ich weiß, dass unser Freund der Drachen nochmal auftaucht. So stirbt kein fucking Drachen. Nicht mal, wenn er den Dragon Slayer ein paar Mal ins Gesicht kriegt. Solche Faggots gibt es nicht. Ja, immer noch nur einen Bosskampf gehabt bislang. Der mir sehr gut gefiel übrigens. Ach, das ist das Gebäude hier. Da muss ich noch hin. Und das ist diese geile Kirche, in die ich will. Interessant. Das ist auch sehr interessant, das Ding hier. So, dann gehen wir mal weiter, wa? Wie viel Zeit haben wir dann noch? 10 Minuten ungefähr. Riese. Oh Gott, ich glaube, der Riese ist ein Boss. Ich hoffe, der ist nicht scheiße. Jo. Der Riese ist ein Boss. Ich hoffe, der respawnt hier nicht. Das wäre nervig wie Sau. Ich muss kurz gucken, wo das nächste Leuchtfeuer ist.
Das nächste Leuchtfeuer ist da unten, glaube ich. Ja, das dürfte es sein. So, dann will ich es gleich mal aktivieren, weil ich auch gleich sterben werde, denke ich mal. So, das wird dann das Feuer sein. Innerer Ringwall, so heißt es. Gut, dann sehen wir den Boss hier noch in der Folge, wie er mir den Arsch aufreißt, wahrscheinlich. Und dann ist das so, ja. Ich fände es übrigens gut, wenn der. Okay, der respawnt natürlich, was auch sonst. Das ist natürlich der Fall. Was auch fucking nochmal sonst. Boah, der Bosskampf ist räudig schwer hier. Oder der Kampf gegen den. Gott, wenn ich den jedes Mal machen muss, dann kotze ich beim Strahl. Ich verliere irgendwie die Hälfte meiner Flakons in dem Kampf. Weil er so stark ist. Dann werde ich doch irre. Irre! So, was haben wir hier? Da kann ich theoretisch rüberspringen. Kann ich da rüberspringen? Ja, ne? Krieg ich hin. Naja, klar, ich bin doch kein Casual. What rings got I, huh? What rings do you get? Okay, interessant. Hui. Ja, kein Phantom, was ich rufen kann, wa? Ich weiß nicht, ob beim ersten Boss ein Phantom war, das ich hätte rufen können. I don't know. I don't know such. Ach, du kannst mich noch mal schlecken, Fotz. Ich frag mich, wer zum Fick du bist. Ach, Argo heißt er, okay. Boah, ich glaube, du wirst richtig räudig nervig, oder? Ach du meine Fresse. Du rufst solche Spackos, oder? Nee, hä? Was bist du denn? Was zum Ficken? Bist du der Boss? Was ist der Finner? Was ist das denn hier? Ist das die. Oh Gott, nee, das ist der Boss. Solcher Quatsch. Oh, das geht mir jetzt schon auf den Sack. Das ist ja lahm. Das ist ja voll lahm. Der erste Boss war geil, aber der zweite? Nee. Waffen sind cool, die nutzen. Lebst noch? Nee. Ey, ihr seid solche Spaten, ne? Oh Gott, seid ihr fucking nervig. Ey, ich hab's gewusst, dass er die Wichser nachspammt. Oh Gott, das ist ein fucking Boss für euch, echt. Aber das geht mir jetzt schon auf den Sack. Oh.
Da kämpfe ich lieber gegen den großen Spacko da mit einer richtig scheiß Kamera, so wie in Dark Souls 2 gegen den Riesenfürsten. Als den Quatsch hier zu machen. Ist ja völlig dumm. Gut, dann machen wir es folgendermaßen. Wir erhöhen mal unseren Stoßangriff. Ornstein kann uns ruhig helfen, der faule Sack. Ah ja, wie auch immer. Ist mir eigentlich auch egal. Ach, haltet die Fresse. Was ist das denn? Du bist echt der Boss? Wirklich? Das ist der Bosskampf? Nee, mach keinen Quatsch. Nee, das war jetzt kein Bosskampf. Hä? Du bist aber ganz schön flink, alte Fotz. Boah, geh mir doch nicht um den Sack. Alte Fotz. Alte Fotz! Bei mir ist heute alles eine alte Fotz. Coole Waffe. Es wäre gut, wenn ich mehr Poise hätte. Was war das denn gerade für ein Schwachsinn? Damit habe ich fast gerechnet. Nervig. Ach, du bist auch dumm. Ey, leck mich doch! Das ist ein fucking Boss! Ihr seid doch Spackos, alle wie ihr da seid. Der ist ja noch schlimmer als der Boss im ersten DLC. Ach, fickt euch. So, was habe ich gekriegt? Eine Scholle habe ich gekriegt und irgendwas von Filianore. Filianore! Das war ja völlig debil eben. Sah aus wie ein Ring. Das war, glaube ich, ein Schlüssel, oder? Nee. Das ist ein Armreif. Das sah aus wie ein Armreif, oder? Ich muss mal angewöhnen, mir durchzulesen, was ich da bekomme an Items. Ach, hier ist es. Ach so, okay.
Die Speere der Kirche wachen über den Schlaf der Prinzessin. Dieses Objekt ist der Beweis ihrer Pflichterfüllung. Den Goldstoff ziert ein Wappen mit dem Motiv frischen Grases. Die Ritter der Prinzessin trugen diesen Gunstbeweis mit großem Stolz und das Ornament ziert oft ihre zeremoniellen Speere. Ja, okay. Also ich habe gehört, es gibt 4 Bosse in dem DLC und 3 sollen geil sein. Also ich nehme mal an, dass das keiner der geilen war. Falls doch, bin ich recht traurig. Aber nein, das glaube ich nicht. Das war ja völlig affig gerade. So, wie heißt der Ort? Kirche von Filianore. Wie viele Seelen habe ich? Entschuldigt. Wie viele Seelen? 200.000. Das war echt eben ein Boss. Natürlich war es ein Boss. Es hatte Bossmusik, also muss es ein Boss sein. Das ist so lächerlich. Ach, naja. Kind of pretty hier. So, Freunde, beim nächsten Mal werde ich euch dann sagen, was hier oben in diesem Turm auf uns wartet. Bis zum nächsten Mal. Na? Na, macht das? Ja, ihr macht es. Adios! Ja, interessanter Bosskampf. Bye!